Was ich jetzt brauche, sind Leute. Ich brauche nicht irgendwelche Menschen, ich brauche Leute. Das Ärgerliche ist halt, die Frauen sind jetzt 2 Jahre teilweise nicht da und sind halt 2 Jahre Mutter. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das früher so lief. Das ist eine verdammt lange Zeit. Klar, wenn es nur einer ist, über unsere Frau, kein Problem, aber das sind ein paar Leute mehr. Ich habe jetzt ja halt schon 4, 5 Leute, die nicht mehr im Einsatz sind. Das merke ich schon deutlich. Und die essen ja auch noch weiter. Und ich habe halt nichts davon, dass die ihre Kinder haben. Zumindest wüsste ich nicht was. So, was wollt ihr als nächstes bauen? Irgendwas Tolles bestimmt. Was? Rein mit dem Fleisch. Häuser wollte ich bauen. Oh ne, ich wollte die Scheune verbessern, glaube ich. Ach, war was mal das Haus. Das Gelände ist zu uneben. Leck mich. Aber wir könnten ein paar Nachbarn gebrauchen. Wenn ich so drüber nachdenke. Steinwand. 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 Ja, du mich auch. Hier oben dieses Dach. Dieses Dach. Dieses Dach. Ist ja auch noch was. Steinwand. Dieses Dach. Dieses Dach. Dieses Dach. Oh Mist, hier komme ich nirgends durch. Verschwinde, Schwein. Hab nichts mehr zu essen. Okay, ich könnte sehr viele Steine einsetzen. Ich mache was anderes. Und zwar wird unser Schmied. Der ist auch gute Gewinnung. Ich setze dich mal in die Mine. Die Steinhacken kann ich zur Not auch selber herstellen. Oh ja, ich habe ja noch Zeug gehabt. Hoppla. Habe ich nicht gesehen. Fehlt euch schon wieder Dünger? Nee, scheint alles gut zu sein. Gott, wir haben viele Kinder mit einmal. Also im Grunde pro Haus kriegst du ein dazu. Super. Vielleicht muss man aber auch gucken, dass so die Leute nicht aussterben auf lange Sicht. Das ist ja auch noch. Ja,
fürchte fast, ich habe nicht genug Kram. Zumindest heute noch nicht. Muss ich fast noch Steine sammeln wieder. Wie in alten Zeiten, wer sich noch erinnert. Das reicht nicht an Brettern, aber es ist ein Anfang. Brennholz reicht auf jeden Fall. Boah, warum bin ich so voll? Ich esse einfach ein paar Bärchen. Das ist besser. Noch nicht gut, aber besser. Mehr Häuser. Viel, viel mehr Häuser. Ich könnte auch mal überlegen, ob ich die Schmiede abreiße, so gegen Ende des Jahres. Ich hätte halt schon ganz gerne jetzt ein paar Ziegen mehr. Es ärgert mich halt, dadurch, dass die alle plötzlich schwanger werden, läuft halt hier auch nichts mehr. Mehr Steine. Viel mehr Steine. Fast schon neuen Hammer. Aber wenn ich jetzt auch, wie gesagt, wenn ich jetzt Eisen reinkriege, könnte es auch sehr viel verbessern. Wieder. Wenn ich das Geld habe, dann tausche ich einfach meine Waren, die ich brauche. Ach so, da brauche ich ja Bretter. Bretter kann ich ja da problemlos machen. Gut, ich habe schon befürchtet, dass das passiert. Machen wir erstmal einen neuen Hammer. Du bist schmutzig. Das gefällt mir. Ein hölzerner Bauhammer. Angebaut wurde auf jeden Fall was. Ich guck dann einfach mal, wenn sehr, also mit, ich habe Stöcke, habe ich ja, und Rundholz. Wenn dann haufenweise Eisenerz reinkommt, dann kann ich auch richtig viele, könnte ich auch problemlos haufenweise Steinäxte machen. Eisenäxte. Nein. Und eine Eisenaxt, dafür kriege ich zum Beispiel 8-mal Dünger. 8,8 mal Dünger sogar. Und wenn ich dann irgendwann so weit bin, dass ich den Verkaufspreis noch erhöhen kann, dann wird es natürlich noch besser. Da brauche ich auch die Steinhacken nicht mehr. Da könnte ich auch Eisenhacken machen. Da kann ich in der Theorie alles aus Eisen machen. Ich muss jetzt langsam mal hinmachen, weil ich möchte auch nicht, dass die Königsquest schief läuft, wenn ich ehrlich bin. Weil das würde mich auch ein bisschen ärgern. Weil wenn ich eine Quest annehme, dann will ich die eigentlich für gewöhnlich auch durchziehen. Das sind 36 Bretter, das wird nicht ganz reichen.
Oh, ich dachte schon, ich hänge jetzt wieder. Wenigstens bin ich so ein bisschen leichter geworden. Da reiße ich auch gleich die blöde Scheune ab. Und baue die neu auf. Also wenn schon, denn schon, dann machen wir hier gleich einen richtigen Rundumschlag und verbessern gleich mal alles. Okay, da fehlt nochmal Rundholz. Ein paar Steine brauchen wir noch und viele Bretter. Warten wir mal am nächsten Tag dann ab, wie es aussieht. Das könnte schon reichen. Und dann nochmal Bretter machen und dann wird alles besser. Ah, noch ein Rundholz mehr. 84%, die großen Häuser brauchen ewig. So, erstmal die Steine wegpacken. Das war es tatsächlich schon mal mit dem Rundholz wieder. Ich hatte noch solche Vorräte. Oder sind die da etwa auch alle wieder rausgelaufen? Ich meine, unsere Wirtschaft hat super funktioniert. Soweit. Bis zum Update. Und dann hat es halt nicht funktioniert, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Das war nicht gut. Ach Moment, ich wollte ja noch ein, zwei Rundhölzer behalten. Sich zum Bretter, das reicht nicht. Das mit den Schindeln ist halt auch sehr teuer. Wenn man in Ressourcen schwimmt, ist das kein Problem, aber wenn man die Sachen alle noch teilweise selber herstellen muss, nicht so lustig. Das Gute ist, beim Abbau brauchen wir eigentlich keine Punkte mehr. Es sei denn, das zählt auch für Technologie, da weiß ich nicht. Irgendwann habe ich alles freigeschaltet und dann kann ich diese ganzen Erfahrungssachen auf jeden Fall loswerden. Jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir mehr Milch herkriegen. Beziehungsweise, dass ich eine Kuh kriege oder noch eine Ziege. Eins machen wir noch und dann muss das erstmal reichen. Nee, passen bestimmt etliche Kühe rein. Yay! Oh, reicht das tatsächlich schon? Kann ich doch mal im Nachbardorf wieder klauen. Das Haus ist fertig. Taverne Stufe 3 wäre das nächste. Brauche ich aber mehr Holz. Ich sagte, ich könnte sowieso mal ein bisschen Platz noch mal schaffen. In dem Bereich hier so. Oh, das läuft gut. Dann kann ich die Taverne abreißen.
Durch den Holzfäller-Skill anscheinend und diese gute Axt. Das ist eine sehr schöne Axt. Das ist deutlich angenehmer als mit dem... Wenn ich jetzt auch den Holzfäller-Skill um 1 erhöhen kann, dann geht das noch besser. Das Schöne ist, die Taverne auf der letzten Stufe... produziert dann natürlich noch schneller. Beziehungsweise, wenn ich sie mal voll besetzen würde. Was ja auch wieder so eine Sache ist, weil ja gerade nichts läuft mehr. So. Crafting. Taverne Stufe 3. Und die Schmiede Stufe 3, 2 habe ich auch. Okay, bauen wir es mit der Taverne. Gott, ist das ein Oschi. Ja, ich will sie nicht direkt neben meinem Haus haben, wenn ich ehrlich bin. Hier ist noch ein bisschen verrottetes Zeug drin, nicht wahr? Oh, ist mehr geworden. Ein organischer Brei. Ein Rückstand eines verdorbenen Lebensmittels. Eine Ressource für die Herstellung eines Düngemittels in der Scheune. Ja, das Ding habe ich mal ein bisschen geflickt. Nichts, der kommt trotzdem nicht runter. Crafting. Gott, das Ding ist gigantisch. Was brauchen wir denn? Das Ding besteht aus Stein. Oh nein, das ganze Ding besteht aus Stein. Ich verhungere. Es ist nicht leicht für einen Vegetarier in dieser Welt. Wird langsam echt kritisch, an vegetarische Lebensmittel zu kommen für mich. Was soll's, jedes Mal einfach mal so. Plus 4 Nahrung, die ist echt scheiße. So, Hasenfalle, die gute Hasenfalle hier. Nee, Fleisch kommt da nicht rein. Stein. Ich brauche, glaube ich, Rundholz für die großen Sachen. Ich geh jetzt erstmal pennen. Ich stinke schön nach Zwiebeln, jetzt freut sich meine Frau, wenn ich heimkomme. Ich glaube, neben meinem Haus sollte ich auch noch irgendwas bauen. Da könnte ich die Schmiedestufe 3 reinbauen, aber da fehlt mir dann erstmal ein bisschen Rundholz. Sag mal, das Kind ist doch jetzt schon 2 Jahre alt, oder? Arbeitet meine Frau jetzt eigentlich wieder? Okay, die ist Tierzüchter, okay. Die ist aber eine scheiß Tierzüchterin. Der wird unglücklich. Witzbuch. Warum hast du nichts zu tun?
Würdest du bitte? Danke. Aber ihr verarscht mich doch, oder? Wieso habt ihr nichts zu tun? Du hast viel Landwirtschaft. Ach so, natürlich, ich habe was abgerissen. Ach, vergessen. Einige Kinder sind schon ein Jahr alt. Das heißt, es dauert nicht mehr lange, dass ich... dass ich die wiederkriege. Was brauche ich für Eisen? Werkzeuge brauche ich immer Rundholz, oder? Rundholz. Dafür nicht? Habe ich freigeschaltet? Ja. Was ist denn am meisten wert? Was braucht wie viel vor allem? Axt. Die sind um die 300 wert? Die sind die 250. Ist die Spitzhacke vielleicht doch das bessere Werkzeug? Vielleicht noch ein paar Pfeile. Zwei Spitzhacken. Die kann ich ja nämlich eigentlich gleich verkaufen. Spitzhacken brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Außer ich müsste eigentlich noch einen Grabungsschuppen davor wieder bauen. Oder hier in die Nähe. Oder ich besetze einen anderen Grabungsschuppen und hoffe, dass die irgendwie an Kalkstein rankommen. Da muss ich ja mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht doch noch für irgendwas dann mal Ton brauche. Dann ärgere ich mich, dass ich ihn weggerissen habe, aber es könnte auch jetzt schnell wieder bauen. Was bringt die Mine ein jetzt? Mine, 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 Mine. Da. Okay, 1,8 Eisen, 1,8 Stein. Komma 7 oder lassen wir es doch. Ja, gerade brauche ich ein bisschen mehr. 1,8 die Stunde. Ist schon okay. Da kommt mit der Zeit was zusammen. Taverne habe ich noch nicht verbessert. Die wird auch noch ein bisschen brauchen. So, hier rein könnte ich das Fleisch wieder stecken. Das verkaufe ich jetzt nicht. Habe ich jetzt jemand im Kuhstall eigentlich? Ja, habe ich. Eine Kuh werde ich mir so schnell nicht leisten können. Ich wüsste auch zumindest nicht wie. 5000 zusammenkriegt, das wird teuer. Oh, Dung läuft langsam. Aber ich habe jetzt gerade.
meine Scheune nicht fertig. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie ich das entsprechend fertig kriege. Das heißt, den Dung kann ich aktuell nicht umwandeln. Erstmal zu Penny. Nein, erstmal verkaufen wir jetzt das Zeug, was ich gesammelt habe. Und dann würde ich mir in Zukunft tatsächlich... Ich brauche noch jemanden, der im Grab, der in der Mine arbeitet, einen zweiten. Wen kann ich denn... Kann ich irgendjemanden... Ja, die ist halt Mutter, das ist scheiße. Hör auf, Mutter zu sein, Mensch. Weil die Leute, die ich mir geholt habe, die sind halt jetzt alle Mutter geworden und danke. Könnt ihr die Dinger nicht zurückhalten? Und versaut mir voll meine Planung. Blöden Frauen. Und da darf man sich wieder anhören, dass Frauen immer benachteiligt werden bei der Jobsuche. Natürlich, die fallen ständig aus. Ja, nicht alle, aber... Und wenn man dann sagt, hey, da gibt es aber eine Studie, die besagt, dass Frauen eher eine Stelle kriegen, aber schlechter aufsteigen. Nein, das kann überhaupt nicht sein. Die Studie, in der überhaupt nicht beleuchtet wird, warum. Ob die Frauen das vielleicht auch gar nicht wollen, zum Beispiel. Wer beschwert sich denn, wenn Männer nicht aufsteigen wollen? Oder nicht aufsteigen? Die sind mittelmäßig. Geld hast du noch? Okay. Was kriege ich denn jetzt für meine Spitzhacke hier? Ernsthaft? 77? Für die Eisen Axt kriege ich tatsächlich mehr. Okay, Eisenäxte. Also so wird das mit der Kuh nix. 77. Halt! Eine Frau kann ich einstellen. Ja, hast du einen Moment Zeit? Hm. Ist die Arbeit, aber es geht dir gut? Oh, sehr gut. Letzte Zeit ergangen? Ah ja. Gut, wir sehen uns dort. Und du darfst auch gleich... Moment. Ah, du hast doch schon wieder keinen Job mehr. Ein Abbauskill unter aller Kanone. Okay, merken wir uns mal Bad Ghost. Da fehlen aber als Viehzüchter alles. 4, das ist gut. 3 ist gut. 2 ist okay. Im Hühnerstall. Okay, du bist im Hühnerstall zugeordnet jetzt. Du. Aber wie ist dein Abbauskill? Der ist besser. Du kommst jetzt in die Mine.
Wer ist jetzt häuserlos? Du. Erstmal kriegst du ein Haus. Ist schön. Dann kriegst du noch einen Arbeitsplatz. Im Grabungsschuppen arbeitet jetzt jemand?